snuiven. Hallo zusammen, ich bin der Sandy Carvalho, kann in der Gesundheitspraxis für Katzen und Hunde seit 2010 mit Spezialisierung unter anderem auf Ernährung. Und heute geht es um dicke Tierli zu dicke Tier. Weil ich gefunden habe, das passt doch nach den Festtagen. Nicht, dass jetzt unsere Tierli weiss werden nach den Festtagen. Ich denke, das Problem war meistens schon vorher da gewesen. Also natürlich fällt das ja dort schon an, dass die Tiere zwangsläufig essen, Katzen und Hunde, was wir ihnen in den Napf geben. Es gibt aber auch Besitzerinnen, die Diätfutter geben und trotzdem werden sie immer dicker. Und dann heisst es nachher, das liegt am Stoffwechsel. Eben über Stoffwechsel schnell oder langsam, über den Mythos, habe ich eben im Video über das dünne Tier schon geredet. Deswegen verlinke ich euch das auch nochmal, weil ich gewisse Sachen dort schon thematisiere und ich hier nicht nochmal wiederholen möchte. Jetzt, warum werden denn Tierli trotzdem feiss, obwohl sie schon Diätfutter kriegen? Auch hier, ich weiss, ich sage es immer wieder, Deklarationen lesen. Also das bedeutet, das Zeugs umkehren und Zusammensetzung lesen. Es gibt verschiedenes, es gibt die analytischen Bestandteile, dort haben wir die ganzen Rohangaben, dort steht wirklich auch Rohasche, Rohprotein, Roh und so weiter in Prozent. In der Regel ist das auf 100 Gramm. Das ist für uns auch wichtig, weil man dort errechnen kann, wie viel Kohlenhydrate sind im Produkt. Weil die Kohlenhydrate werden nicht ausgewiesen. Die muss man errechnen. Bei übergewichtigen Tieren tatsächlich ein Thema ist, dass man das auch ausrechnen kann, damit man ein bisschen eine Ahnung hat, wie viel Energie ist da überhaupt im Futter. Und jetzt halt, stopp! Keine Panik, ich mache hier nicht ein Video und sage euch, hey, ihr müsst jetzt alle euch ein Futter nehmen und genau die Kalorien ausrechnen und den Kalorienbedarf ausrechnen von eurem Tier, damit ihr genau wissen könnt, wie viel braucht es, damit es nicht zu dünn oder nicht zu dick ist. Nein. Erstens mal, für das gibt es unseren Ernährungsberater, da könnt ihr uns als Aufgabe geben, weil die Rechnung ist ziemlich mühsam. Warum Kohlenhydrate wichtig sind, das sehen wir dann später. Jetzt wollte ich zuerst nochmal zurückkommen aufs Thema, warum denn beim Diätfutter die Tiere trotzdem zunehmen. Wenn man die Zusammensetzung anschaut, eben der Unterschied der Zusammensetzung ist der Teil, wo die Inhaltsstoffe drin sind, also dort sehe ich Geflügelprotein oder Geflügelfleisch. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Anderes Thema. Dort sehe ich, was im Produkt ist, in den analytischen Bestandteilen sehe ich, welche Stoffe im Produkt sind. Das heisst, wenn ich jetzt ein Rüebli habe, dann besteht das Rüebli ja immer auch aus Makronährstoffen. Das sind Proteine, Eiweiße und Fette. Das heisst, wenn ich ein Rüebli habe, hat das einen Anteil Protein, es hat einen Anteil Fett und es hat einen Anteil Kohlenhydrat. Und genau so ist das, wenn ich ein Fertigprodukt habe. Also wenn ich ein trockenes Futter oder ein nasses Futter habe, habe ich immer einen Teil Protein, Fett, Kohlenhydrat. Und man geht bei der Tiernahrung sogar noch ein bisschen genauer, und wer sich mit Menschennahrung auseinandergesetzt hat, weiss, das macht man bei uns auch, und geht nebst den Makros auch noch auf die Rohfasern, auf die Rohasche. Die Rohasche ist übrigens der Teil vom Futter, der am Schluss übrig bleibt, wenn man das Futter vereinfacht verbrennt hat. Also könnt ihr euch vorstellen, wir nehmen das Futter, natürlich ohne Verpackung, verbrennen das und die Bestandteile, die mineralischen Bestandteile, die Asche, die übrig bleibt, nennt man dann Rohasche. Das heisst, für uns als Konsumenten, als Tierbesitzer, ist die Zusammensetzung eigentlich das, was immer wichtig ist, weil in der Zusammensetzung sehen wir, aus was besteht das Futter. Und bei den Diätfutter sieht man dank der Zusammensetzung sehr oft, dass sehr viele Stoffe drin sind, die eher dick machen. Das heisst, wir haben einerseits sehr viel Füllstoff, die natürlich den ganzen Organismus träge machen, weil der Darm ist eigentlich ein Schlauch, könnt ihr euch vorstellen. Und jetzt bin ich ein Abflussrohr. Und das ist, und dort machen die Stoffe drin, die aufgehen, die aufquillen.
weil die meisten Füllmaterialien können recht aufquellen und sie verlangsamen den ganzen Verdauungstrakt. Das hat einerseits den Nachteil, dass auch Stoffe, die schlecht für den Körper sind, länger im Verdauungstrakt bleiben. Das heisst, dass durch das auch die Leber mehr belastet wird, weil die mehr Stoffe muss wieder reinigen, als wenn der Nahrungsbereich schneller durchgegangen wäre. Andererseits entzieht es natürlich auch mehr Feuchtigkeit. Das heisst, der Kot wird noch trockener, als er sowieso schon ist. Das ist vor allem bei den Katzen teilweise das Problem, dass sie nicht mal mehr aufs WC können. Also kann zu Verstopfungen führen. Es können auch mehr Nährstoffe, nebst mehr natürlich mehr Schadstoffe können aufgenommen werden, können auch mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Das heisst, das Futter, das schon reinkommt, wird nochmal mehr aufgenommen. Und wenn man dann noch sieht, das wäre ja eigentlich nicht schlecht, wenn man dann aber noch sieht, aus was die eben alles zusammengesetzt sind. Nebendran sieht man, dass vor allem auch Kohlenhydrate gewählt werden. Also wir haben zwar einen kleinen Anteil Nährstoffe und einen grossen Anteil, also nährstoffhaltige Inhaltsstoffe und einen grossen Anteil an Stoffen, die füllen, aber die Stoffe, die als Nährstoff drin sind, haben selber in sich eine Makrozusammensetzung, die in der Regel nicht aufgeht, die sehr viel Kohlenhydrat hat. Und das heisst, von den bisschen Kohlenhydrat, die die Tiere bekommen, könnt ihr euch vorstellen, dass quasi alle hängen bleiben. Das heisst, sie nehmen zu, obwohl sie ein Diätfutter haben. Das ist jetzt natürlich auch sehr vereinfacht. Es gibt auch noch andere Sachen, die im Körper passieren, weswegen sie dann gerade erst recht zunehmen. Das geht alles ins gleiche Prinzip wie beim Mensch mit den Leitprodukten auch. Wenn man alle analytischen Bestandteile zusammenrechnet, also die Rohasche, Rohproteine etc., Feuchte etc., dann kriegen wir einen Prozentansatz und diesen Prozentansatz können wir von 100 abziehen. Und das, was dann übrig bleibt, sind die Kohlenhydrate. Und es ist wichtig zu wissen, wie viel Kohlenhydrat im Produkt ist, damit wir abschätzen können, ob das Produkt für unser übergewichtiges Tier überhaupt passt. Weil ich würde bei einem übergewichtigen Tier nie ein Futter nehmen, wo mehr als 10, maximum 15% Kohlenhydrat im Futter hat. Dann haben wir nämlich den Vorteil, wenn ihr ein Futter habt, das nicht mehr als 15% Kohlenhydrat im Futter hat, dann könnt ihr die normale Dosis an Futter geben, also die normale Grammzahl, und das Tier wird automatisch schon abnehmen, wenn es von einem Futter kommt, mit entsprechend mehr Kohlenhydrat. Und Industriefutter hat in der Regel immer über 30-40% Kohlenhydrat, egal ob nass oder trocken. Also von dem her könnte man ihnen die Nährstoffe geben, die sie brauchen, weil dann haben sie die volle Ration, die sie normal nehmen können. Und sie nehmen trotzdem ab. Bevor ich jetzt hier weitermache, zeige ich euch noch schnell, wenn ich das gemeint habe. Also, wenn ich die analytischen Bestandteile habe, habe ich hier, nehmen wir hier die Türchen führen, die analytischen Bestandteile. Dann haben wir hier Rohproteine zum Beispiel 13%, Rohasche 7%, Rohfett 6%, Rohfasern 8%, Feuchte 60%. Das zusammen gibt 94%. Ich nehme 100 minus 94 gibt 6% Kohlenhydrat. Das wäre also absolut im Rahmen. Das wäre jetzt ein Futter, das ich füttern kann. Und das Tier wird automatisch abnehmen, obwohl es die Ration darf essen darf, was es bekommt, auf das Gewicht, das es jetzt hat. Also das Ist-Gewicht, nicht das Soll-Gewicht. Wenn ich jetzt aber ein Futter habe, was zum Beispiel so aussieht, Rohprotein 21%, Rohasche 9%, Rohfett 9%, Rohfasern 12%, Feuchte 8%, ich komme auf 59%, ich rechne 100 minus 59%, gibt 41% Kohlenhydrat. Habe ich also doch über 40% oder gerade 40% Kohlenhydrat, dann sehe ich, das Futter hat viel zu viel Kohlenhydrat für das Tier. Das ist sicher nicht geeignet. Also nehme ich ein anderes. Jetzt, wenn ich eins gefunden habe, wie das erste, so, nehmen wir es wieder ab, mit 6% Kohlenhydrat,
Futter einfach nicht mehr als 15% Kohlenhydrat. Kann ich also aufs Istgewicht das Futter umstellen, ohne dass ich reduzieren muss. Und lasse das einfach einmal 4 bis 8 Wochen laufen. Ich würde sogar sagen 8 Wochen, weil das System muss ja zuerst mal noch umstellen, wenn man so eine Futterumstellung macht. Und nachher schaut man, wie viel hat das Tier abgenommen, wie geht es ihm. Wenn es normal abnimmt, also wenn es in diesen 4 Wochen bei einem mittelgroßen Hund 3 bis 4 Kilo abgenommen hat, ist das absolut okay. Das ist sogar sehr, sehr schnell. Und dann darf man einfach so weitermachen. Beziehungsweise man passt ans Istgewicht jeweils an. Also wenn der Hund natürlich 4 Kilo abgenommen hat, dann darf man wirklich auch die 4 Kilo wieder anpassen. Weil meistens gehen sie dann schon in die nächste Kategorie, die auf dem Produkt steht. Also ihr könnt wirklich dann nehmen das Produkt. Meistens ist es 20 bis 25 Kilo. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der 30 Kilo ist, der sollte nur 25 haben. Er nimmt in diesen 2 Monaten 4 Kilo ab, dann kommt er knapp, dann kommt er auf 26, dann dürfen wir wirklich schon bei 25 anfangen futtern, weil eben was bei zu viel Futter passiert, sehen wir beim Video bei zu dünnen Hunden. Und genau, dann kann man das dementsprechend anpassen. Dann wird die ganze Abnehmgeschichte wesentlich einfacher. Denn was ist noch zu beachten? Nebst dem eben wenig bis kein Kohlenhydrat, haben wir gerade genannt. Denn Ration langsam anpassen. Haben wir auch genannt. Dann Mineralisierung und Vitaminisierung zu beachten. Wenn ihr jetzt ein Futter habt, wo die Inhaltsstoffe, die ihr seht, das kommt von einem Guten. Also damit meine ich von Stoffen, die ihr nachvollziehen könnt, von Lebensmitteln und nicht von irgendwelchen auseinandergelösten, dann könnt ihr darauf gehen, dass die Mineralisierung und Vitaminisierung verhebt. Dann müsst ihr nicht mehr was weiß ich dazu geben. Was ich immer empfehle bei Tieren, die wirklich adipös sind, also die wirklich 7, 8, 10, 15 Kilo schwer sind, dort geben Mineralien und Vitamine dazu. Weil während dem Abnehmen tut der Körper automatisch entgiften. Und wenn der Körper entgiftet, könnt ihr da gerne das Video entgiften schauen, wenn der Körper entgiftet, werden die Stoffe, die im Fett, also wenn der Körper abnimmt, eben den entgiftet er deswegen, weil ja das Fett gelöst wird. Und im Fett sind die Stoffe, die der Körper so quasi auf die Seite tut, also auch Giftstoffe, die er auf die Seite tut, um sie einfach mal ablagern. Wenn das Fett jetzt quasi freigesetzt wird, dann sind natürlich die Stoffe im Fett auch freigesetzt, was zu einer Vergiftung vom Tier führt. Wir reden hier jetzt nicht von Vergiftung, dass es stirbt von einer Vergiftung, sondern wir reden von einer Überbelastung von den Entgiftungsorganen. Und um das zu puffern, kann man Algen geben zum Beispiel oder generell Mineralien oder auch Vitamine, weil Vitamine und Mineralien in Kombination auch antioxidativ wirken. Das heisst, die tun den Stress durch die Vergiftung entgegenwirken und puffern. Bei Büsis ist natürlich das Grössenverhältnis anders. Viel trinken ist natürlich auch wichtig, auch hier einfach daran denken, die ganze Entgiftungsgeschichte ist beim Tier, das abnimmt, wirklich auch da. Eine ganz klare Bewegung, wobei in der Regel Hand und sie Hunde in der Schweiz genug Bewegung. Und Büsis, dort kommen noch ein paar Spieleinlagen zum Beispiel dazugeben, wobei ein Büsi, der rausgeht, hat in der Regel auch genug Bewegung. Das ist eigentlich alles, was einmal wichtig ist, zu beachten. Ich gehe natürlich immer davon aus, kleiner Disclaimer auch hier im Video zum Schluss, ich gehe natürlich immer davon aus, dass gesundheitlich die Tiere schon abgeklärt sind, dass man weiss, dass die Adipositas, also das Übergewicht, wirklich vom Futter kommt, von der Ernährungslebensweise kommt und nicht von irgendeinem organischen Problem. Ich wünsche euch jetzt schon ein gutes Neues und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Der hätte jetzt müssen sein. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht, wenn auch immer ihr das Video schaut. Tschüss zusammen.